Reichweite. Warum teilst du mich? Wie tust du das? Aber das solltest du nicht. Denn Hip-Hop ist mein Verbindender. Findest du, dass Hip-Hop gerade zu viel oder zu wenig Haltung hat? Zu viel Haltung? Wie geht das? Trotzdem ist es an der Stelle dann ja eigentlich für mich ist eben auch interessant, auch wenn das so ein kleines bisschen Informationen über dich gibt, mit dieser Geschichte einfach aufzuräumen. Und so ein bisschen vielleicht auch Bild davon zu schaffen, was du denn bist. Muss man sich selber mit beschäftigen, mit der Frage, was ich überhaupt für einer sein will. Und die andere Frage ist, wozu will ich hier sein? Also gut, ich werde es versuchen. Nein, nicht versuchen. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Worüber willst du reden? Über Macht, Mode und Moneten? Welche Rapper wen dissen und wen haten? Oder doch lieber über den Sinn des Lebens? Was beschäftigt dich? Wer der nächste Rapstar ist? Oder wer der beste Rapper ist? Next Level Shit? Wer real und wer aus dem Ghetto ist? Oder findest du das lächerlich? Alter, hörst du noch Rap in deinem Alter? Hörst du schon Rap in deinem Alter oder nicht mehr? Weil das hört dein Alter, keine Rebellion, weil es empört sich keiner? Sag mal, willst du dich unterhalten oder unterhalten werden und den Mund dabei halten? Was interessiert's mich? Was interessiert dich? Wirklich, wirklich, das interessiert mich! Hey, wovon redest du? Hey, hör mal eben zu. Was ist es, das dich interessiert? Komm, wir diskutieren, ich setz mich hin mit dir. Hey, wovon redest du? Hey, hör mal eben zu. Du denkst, wovon redet der? Und wo holt der bloß die ganzen Themen her? Worüber willst du reden? Was willst du sagen? Oder hast du wie ich auch so viele Fragen? Wie zum Beispiel, warum gibt es so viel Fremdenhass? Immer grad in dem Ort, der so wenig Fremde hat. Und würde man die Ängste dann nicht grad dadurch bekämpfen, wenn man Fremde einlegt, wie würdest du darüber denken? Ich frage mich, warum so viele Rap nicht ganz begreifen. Die sehen nur das billige Schwanzvergleichen. Doch diese Musik ist so kommunikativ, von der Poesie und positiven Energie mein ganzes Schweigen. Ich nenn dieses Gender-Ding, weil du das voll behindert findest. Ich seh nur die Chancen, die du unseren Kindern nimmst. Und wenn du nicht weißt, was Gender heißt, frag mich, Digga. Es geht um uns und wie wir leben, was ist wichtiger? Du siehst, wir haben Banane und tiefergehende Themen, also über was willst du reden? Hey, wovon redest du? Hey, hör mal eben zu. Was ist es, das dich interessiert? Komm, wir diskutieren, ich setz mich hin mit dir. Hey, wovon redest du? Hey, hör mal eben zu. Du denkst, wovon redet der? Und wo holt der bloß die ganzen Themen her? Ich weiß gar nicht, ob das so anmaßend und so unbescheiden ist, sich einzumischen und die Gedanken, die man gemacht hat, öffentlich zu äußern. Das bedeutet ja nicht, dass man sich im Besitz einer exklusiven Wahrheit nennt, der grundsätzlich alles besser weiß als alle anderen, sondern das heißt, dass man sich in Diskurse einmischt, die gesellschaftlich wichtig sind, weil man glaubt, sie aus einer bestimmten Perspektive oder mit einer bestimmten Haltung konfrontieren zu sollen. Das bedeutet nicht, aber über die Wahrheit zu sprechen. Hey, wovon redest du? Hey, hör mal eben zu. Was ist es, das dich interessiert? Komm, wir diskutieren, ich setz mich hin mit dir. Hey, wovon redest du? Hey, hör mal eben zu. Du denkst, wovon redet der? Und wo holt der bloß die ganzen Themen her? Hey, wovon redest du? Hey, hör mal eben zu. Was ist es, das dich interessiert? Komm, wir diskutieren, ich setz mich hin mit dir. Hey, wovon redest du? Hey, hör mal eben zu. Du denkst, wovon redet der? Und wo holt der bloß die ganzen Themen her?